Hallo und schön, dass du da bist. Heute aus meinem ganz privaten Office mit den neuesten Infos für euch bezüglich unserer Tour im September. Vor ein paar Wochen habe ich ja das Video veröffentlicht, dass jetzt endlich ihr euch bewerben könnt und ihr endlich teilnehmen könnt und die Teilnahmegebühr zahlen könnt. Es gibt auch die WhatsApp-Gruppe, in der inzwischen 42 um die 40 Teilnehmer sind, die Interesse haben, wie das alles läuft und was da passiert. Und aktueller letzter Stand, knapp 17 Fahrzeuge, die mitfahren. Wir hatten ja gesagt, dass wir zwischen 15 und 20 Teilnehmer benötigen. Die 15 Teilnehmermarke haben wir schon überschritten, bedeutet, in Klammern Corona mal ausgenommen, die Tour wird auf jeden Fall stattfinden. Und wir sind schon recht nah dran an der maximalen Teilnehmerzahl von 20 Teilnehmern. Natürlich zählen Beifahrer und sowas nicht dazu, aber die Fahrzeuge, also 20 Fahrzeuge, die wir maximal mitnehmen können. Heißt also, das ist die allerletzte Chance, vermute ich, dass ihr es euch noch anders überlegen könnt und dass ihr teilnehmen könnt. Ich hatte dem anderen Video auch schon gesagt, sollte aufgrund von Corona die Tour nicht stattfinden, bekommt ihr euer Geld zurück. Und wenn ihr sagen solltet, ihr wollt das Geld nicht zurückhaben, sondern ihr wollt lieber warten, dann werden wir, sobald es möglich ist, eine neue Tour machen. Das wird dann allerdings nicht mehr dieses Jahr sein, sondern nächstes Jahr. Die Idee bei dieser Tour ist ja, dass wir mal einen kleinen Test machen im Grunde, um zu sehen, wie das so ankommt, wie ihr die Tour auch findet. Und basierend auf den Erkenntnissen dann zu sagen, ab nächstem Jahr bieten wir das häufiger an. Heißt also, wenn ihr jetzt noch so hin und her schwankt und nicht ganz sicher seid, soll ich mitfahren oder nicht, und ihr sagt, ihr wollt das erstmal anderen überlassen, ist das auch okay. Jonas wird uns ja begleiten und wird das coole Video dazu machen. Das heißt, ihr kriegt dann so ein paar Eindrücke, wie dann so eine Tour abläuft und könnt euch dann im nächsten Jahr vielleicht dazu entscheiden, mitzukommen. Trotzdem könnt ihr das hier schon als finalen Aufruf werten. Kann sein, dass jetzt gerade in diesem Moment die 20 auch schon besetzt sind. Ganz klar ist es nicht. Bisher haben wir, was das Teilnehmerfeld angeht, einen recht bunten Mix zwischen GT, EcoBoost, Cabrio, Nicht-Cabrio und V6 auch. Was mich auch sehr freut, mal einen V6 Mustang dabei zu haben. Und somit kann man eigentlich schon sagen, dass die Tour eine exklusive Mustang-Tour sein wird, weil bisher keine anderen Fahrzeuge dabei sind, außer der Nissan GT-R von Robin. So, die wichtigste Info für diejenigen, die mitfahren, dürfte wahrscheinlich sein, wo geht es denn lang und wie genau wird die Tour aussehen? An den zwei Tagen fahren wir um die 20 Pässe fahren. Insgesamt in den Dolomiten findet man 45 Pässe insgesamt, die man fahren könnte. 20 davon fahren wir. Also rund die Hälfte der Pässe werdet ihr erlebt haben. Wie die Route genau aussieht und welche Pässe die Route beinhalten wird, kann man vorher nicht so genau sagen. Das liegt daran, dass Michi von Drive Elements die Tour je nachdem umplant, wie die Situation gerade ist. Er hat mir auch schon Situationen geschildert. Drive Elements nutzt Wetterradar, womit sie dann wissen, wo gerade irgendwie Schauer sind oder wo es regnet, und kann dann recht spontan die Tour umplanen und in eine Richtung fahren, sodass man im Grunde vor der Schlechtwetterfront herfährt und nicht in den Regen kommt, weil sobald es regnet, hat man bei so einer Tour nicht mehr ganz so viel Spaß. Und je nachdem, wenn ihr High-Performance-Reifen habt mit wenig Profil, hat mir auch schon mit dem Audi R8 und dem Porsche 911 Turbo, da kann man dann wirklich nur noch ziemlich langsam fahren, weil man in Kurven ohne Rutschen kaum durchkommt. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wo es regnet und wo es nicht regnet. Außerdem wissen mich und seine Crew auch, wo Veranstaltungen sind, wo vielleicht Muren abgegangen sind, wo Straßen also eventuell gesperrt sein könnten. Und all diese Informationen sammeln sie, um wirklich dann, während man unterwegs ist, im Grunde spontan zu sagen, hey, wir fahren nicht den Pass hier, sondern wir biegen hier rechts ab und fahren einen anderen Pass, und der ist mindestens genauso schön. Heißt also, ihr könnt euch zurücklehnen, ihr könnt Auto fahren, ihr fahrt hinter dem Instruktor her und ihr habt einfach nur Spaß. Und es ist garantiert, dass ihr sehr schöne Pässe fahren werdet. Es werden sogar ein paar Dinge erzählt zu dem Umfeld, wo man gerade unterwegs ist und was da so ist. Also ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, welchen Pass ihr gerade fahrt. Was durchaus wahrscheinlich ist, dass wir fahren, ist einmal der Passo Fedaya. Bei dem waren wir vor zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, unterwegs. Der Pass ist absolut phänomenal und dürfte euch bekannt sein von The Italian Job. Der Film wurde dort gedreht auf dem Pass. Dann auch noch eines meiner absoluten Highlights ist der Passo Falzarego, den wir hoffentlich fahren werden. Der geht bis auf knapp über 2000 Meter Höhe mit 38 Kehren, und Michi hat geschrieben, teilweise 15% Steigung hat man da auch. Also das ist ein, wenn ihr noch nie in den Alpen unterwegs wart, könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen, was das bedeutet, aber 38 Kehren zu fahren auf knapp über 20 Kilometern
ist schon eine krasse Nummer. Und da werdet ihr wirklich von Kurve zu Kurve am Lenkrad kurbeln und da irgendwie versuchen, sportlich durchzufahren und jede Menge Spaß haben, garantiert. So, und einer der Gründe, warum wir auf einen Partner wie Drive Element setzen, ist, das Tankstellennetz ist in den Dolomiten auch relativ dünn, sage ich mal. Man kommt zwar mit einer Tankfüllung relativ weit und man kommt auch mal an eine Tankstelle. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt nur 100 Oktan tanken und beim Robin zum Beispiel mit seinem Nissan GT-R ist es so, er muss 100 Oktan tanken, dann wird es noch schwieriger. Und da der Michi dort lebt und die Leute alle kennt, kann er mit den Tankstellen vorher abklären, wo dieser gesamte Tross an Fahrzeugen, wir werden ja dann 20 Ford Mustangs sein, die dann an dieser Tankstelle plötzlich vorfahren und sagen, hey, wir hätten alle gerne, super gerne Sprit. Und so viel Super Plus haben die Tankstellen dann eventuell gar nicht auf Lager. Heißt, er klärt mit den Tankstellen vorab, hey, wir werden auf einer Tour unterwegs sein und bitte sorgt dafür, dass genug Sprit da ist. Und auch für sowas ist dann gesorgt. Also, man sonst, wenn man alleine unterwegs ist, vielleicht mit ein wenig Sorge immer auf die Tanknadel guckt, wo die gerade steht. Früher, wenn wir da Filme gedreht haben, war das immer ein Problem, wenn dann bei den Sportwagen die Tanks fast leer waren und wir wollten irgendwie noch 20 Szenen drehen, dass man dann echt die Sorge hatte, wie sieht es danach aus. Man wusste zwar, da kommt dann eine Tankstelle, aber wird man da auch den richtigen Sprit finden, ist nicht unbedingt so einfach, das sicherzustellen. So, ich habe es schon mal gerade gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Idee ist, dass ihr euch wirklich zurücklehnen könnt, am Steuer sitzen könnt und einfach die Straße genießen könnt und die Landschaft genießen könnt und euch um nichts Sorgen machen müsst. Keine Karten lesen, keine Sorge, dass da in der Kurve irgendetwas ist oder dass eine Straße plötzlich gesperrt ist. Wir hatten früher schon mal eine Situation, dass ein Pass gesperrt war und wir über den Pass nicht drüber fahren konnten. Und es hat uns einen halben Tag gekostet, weil wir dann auf der Tour komplett außenrum über die Bundesstraße auf die andere Seite des Berges fahren wollten, wenn wir denn die darauffolgenden Pässe nicht auslassen wollten. Und solche Dinge können halt echt frustrierend sein und so ein Wochenende einem auch ein bisschen kaputt machen. Insofern ist es echt cool, dass ihr da so das Beste vom Besten im Grunde bekommt. Bezüglich der Anreise werden wir es so machen, dass wir uns vorher über WhatsApp einfach koordinieren und gucken, wer von wo fährt. Die Anfahrt wird ja am Donnerstag sein und dann kann man sich da zusammentun, kann auch schon mal auf der Fahrt dahin relativ viel Spaß haben. Also wir hatten früher immer, wenn wir in etwas größeren Gruppen gefahren sind, auch die Fahrt schon genossen. Das ist so irgendwie so dieses, dass das Vorspiel, bevor man in die Berge kommt. Man fährt auf der Autobahn und hat Funkgeräte eventuell, wenn ihr welche haben solltet, könnt ihr mitbringen. Auf der Tour kriegt ihr dann zwar welche gestellt, aber wenn ihr welche haben solltet, dann kann man auch schon vorher auf der Autobahn sich ein bisschen austauschen und einfach entspannt zusammen dahin kommen. Und dann ist der wirklich der großartigste Moment, wenn dann der erste Pass kommt und man weiß, jetzt geht's los und die nächsten 48 Stunden werden ein absolutes Erlebnis werden. Ich freue mich auch schon riesig drauf, mit euch das zu teilen in der WhatsApp-Gruppe. Der Jonas hat mir auch gesagt, irgendwie ihr seid echt eine coole Truppe und er freut sich da riesig drauf, das Ganze filmisch zu begleiten. Und ich bin echt gespannt, euch da kennenzulernen und auch abends mal beim Abendessen die Möglichkeit zu haben, dass wir miteinander reden und uns über Mustang und Co., Autos und was auch immer unterhalten können, um dann tagsüber wiederum hintereinander herzufahren und gemeinsam irgendwie da ein einmaliges Erlebnis zu haben. Ich habe inzwischen zusammengenommen 8 bis 10 Alpentouren, oder nee, 8 bis 10 Bergtouren in ganz Europa, sage ich mal, hinter mir. Und keine ist vergleichbar mit einer anderen. Also alle sind sehr unterschiedlich, von natürlich unglaublich beeindruckend landschaftlich über unglaublich beeindruckend fahrerisch. Manchmal ist man super erschöpft und kann nicht mehr. Trotzdem ist es dann hinterher, wenn man zurückdenkt, irgendwie ein unglaubliches Erlebnis. Insofern bin ich echt, finde ich das echt toll, die Möglichkeit zu haben, das mit euch zu teilen. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, ist zu erfahren, ob ihr denn so eine Tour schon mal gemacht habt. Vielleicht könnt ihr in der WhatsApp-Gruppe schreiben oder hier unten in den Kommentaren, ob ihr da schon mal unterwegs wart. Besonders bei den festen Zusagen aktuell würde mich das sehr interessieren, wer denn da noch nie so eine Bergtour gemacht hat oder noch nie eine mit Mustang gemacht hat oder wer das schon häufiger gemacht hat. Das fände ich echt cool, wenn ihr das in der WhatsApp-Gruppe schreiben könntet. Und für alle anderen, wenn ihr jetzt noch Lust bekommen habt, da gemeinsam mit uns unterwegs zu sein, dann ist es wahrscheinlich jetzt die letzte Möglichkeit zu sagen, ich bin dabei und schnell auf die Seite zu gehen, driversgroove.com/tour und dort die Teilnahme zu bestätigen. Und dann seid ihr dabei. Denn glaubt mir, wenn ihr so etwas noch nie gemacht haben solltet, so eine Tour, ich weiß, dass man einen Vorbehalt hat, aber man muss es mal gemacht haben. Es hat nichts mit Urlaub zu tun. Es ist nicht so, ich gehe irgendwo hin und lege mich an den Strand und es ist auch nicht wie arbeiten, aber es ist so ein ganz eigenes Ding, weil man so komplett anders tickt, als man sonst im Alltag tut und sich einfach nur aufs Fahren konzentriert und das eigene Auto wird irgendwie zum zweiten Zuhause oder zum ersten Zuhause über dieses Wochenende
Und selbst wenn das nur ein Wochenende ist, ich hatte es noch nie so, dass selbst eine Wochenendtour sich nicht im Nachhinein angefühlt hat wie eine ein- bis zweiwöchige Tour, weil man auf so extrem kurze Zeit komprimiert unglaublich viele Erlebnisse macht und sein Auto besser kennenlernt und irgendwie verrückte Straßen, Situationen, Landschaften erlebt. Also ihr merkt schon, es ist schwer in Worte zu fassen, aber es war bisher, selbst wenn wir Probleme hatten, uns zu überwinden, zu sagen, komm, wir machen noch eine Tour, weil letztes Mal war es so anstrengend oder sowas. Ein, zwei Jahre später erinnert man sich nur noch an die super positiven Dinge und dann sind diese Touren einfach mit keiner anderen Art des Urlaubs vergleichbar. In diesem Sinne, die Vorfreude bei mir steigt auch. Jonas hat schon Vorfreude, Robin hat Vorfreude, beide schreiben mir, wow, das ist echt cool, wir freuen uns so sehr, wenn es endlich losgeht. Und es sind ja noch ein paar Monate hin, bis dahin werde ich zwischendurch hier und da vielleicht noch ein paar Infos geben, gerade wenn ihr Rückfragen haben solltet. Und ansonsten freue ich mich auf alle Teilnehmer da draußen. Finde ich richtig cool, dass ihr mitmacht und auch so schnell gesagt habt, hey, ich bin dabei. Ist eine echt coole Sache. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.